Cottbus vor 9 Tagen. Tausende protestierten gegen Flüchtlinge. Die Stimmung aufgeheizt, nachdem es in den vergangenen Wochen zwischen Flüchtlingen und Cottbusern vereinzelt zu Gewalt gekommen war. Cottbus hat rund 100.000 Einwohner, 4.300 Flüchtlinge. 3.400 von ihnen sind seit 2015 in der Stadt. Schon seit knapp 2 Jahren fordert die Stadt einen kompletten Zuzugsstopp. Brandenburgs Innenminister Schröter hat nun reagiert. Wir werden also für die nächsten Monate für Cottbus keine weiteren Zuweisungen vornehmen. Das gilt allerdings nur für Flüchtlinge aus der Erstaufnahme. Anerkannte Asylbewerber dürfen weiterhin kommen. Cottbus ist eine von mehreren Städten in Deutschland, die keine Flüchtlinge mehr aufnehmen wollen, weil sie sagen, wir schaffen nicht mehr. Salzgitter, Wilhelmshaven und Delmenhorst lassen selbst anerkannte Asylbewerber nicht mehr zuziehen. Die Städte Freiberg und Pirmasens wollen in Zukunft ebenfalls den Zuzug stoppen. So unterschiedlich die Städte und ihre Situationen sind, sie alle bieten, wie hier in Salzgitter, billigen Wohnraum. Und das spricht sich bei Flüchtlingen herum. Und die Städte klagen über zu wenig Ressourcen, um die Flüchtlinge vernünftig zu integrieren. Wir wollen darüber sprechen mit dem CDU-Oberbürgermeister von Cottbus, mit Holger Kelch. Schönen guten Morgen, Herr Kelch. Schönen guten Morgen nach Berlin. Brandenburgs Innenminister Schröter, der hat jetzt gesagt, es kommen keine Flüchtlinge mehr aus der Erstaufnahme nach Cottbus. Hilft Ihnen das? Das hilft ein wenig. Das ist erstmal ein Luftholen, aber es ist noch nicht die Lösung der Probleme. Gut, die Probleme, die wollen wir jetzt mal ein bisschen auffächern. Sie sagen, Ihnen fehlen Ressourcen. Konkret sagen Sie es uns, woran fehlt es Ihnen und woher soll es dann kommen? Also ganz einfach, es fehlt an Geld, es fehlt an Sozialarbeiter. Wir haben vor über einem Jahr ganz deutlich gemacht, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, die jetzt schon hier lebenden Flüchtlinge zu integrieren. Das wurde seinerzeit negiert. Man hat zwar geredet, aber nicht gehandelt. Und unser Problem ist es jetzt, dass wir diesen Zeitvorsprung, den wir hier rausgearbeitet haben in der Stadt Cottbus, dass dieser Zeitvorsprung weggeschmolzen ist und wir jetzt mit der Situation umgehen müssen, die jetzt derzeit vorhanden ist. Wir haben das gerade kurz thematisiert. Das heißt, dass in Berlin geredet wird und anderswo gehandelt. Sie müssen das ja dann ausbaden, was andere beschließen bzw. nicht beschließen. Hat sich dieser Eindruck bei Ihnen verfestigt in den letzten Wochen? Ja, ich weiß ja nicht, wer an den Koalitionsgesprächen teilnimmt. Ich habe zumindest das Gefühl, dass die kommunale Ebene dort nicht vertreten ist. Und genau das ist das Problem hier in der Bundesrepublik Deutschland. Bund und Länder haben eine staatliche Schutzfunktion für die Kommunen. Und davon merke ich bisher zu wenig hier in Cottbus. Tatsächlich, Herr Kelch, sind ja auch andere Städte in Deutschland betroffen, die über ähnliche Probleme klagen. Das sind dann Bürgermeister von CDU, von SPD und anderen. Sie haben gerade die Koalitionsgespräche angesprochen. Was fordern Sie denn von einer Bundesregierung, von einer nächsten? Wenn man zum Beispiel zur Frage des Familiennachzuges sich positioniert, muss man erstmal über Zeiträume sprechen. Wann soll dieser Familiennachzug überhaupt einsetzen? Wenn dieser Zeitpunkt da ist, muss man parallel schon bereits die Ressourcen aufgebaut haben. Denn wenn diese Familien kommen, müssen wir vorbereitet sein, um im Prinzip dieses Spannungsfeld, in dem wir derzeit jetzt zumindest auch hier in Cottbus stehen, in den Griff zu bekommen. Ich stelle aber auch die Frage, muss Familiennachzug überhaupt sein? Ist es denn nicht wichtiger, diese Fluchtursache und damit auch den Familiennachzug zu begrenzen? Ich glaube, diese Frage, diese Debatte ist bisher noch nicht in der Schärfe geführt worden, wie es eigentlich notwendig wäre. Dann haben Sie sich jetzt quasi schon positioniert zum Thema Familiennachzug und hoffen dann wahrscheinlich insofern auf die Gespräche in Berlin. Schauen wir noch mal auf die Problematik, die es derzeit in Cottbus gibt. Da gab es Gewalt in Cottbus von Neonazis gegen Flüchtlinge, aber eben auch umgekehrt. Was können Sie eigentlich da tun? Geht es da eigentlich nur um junge Männer, die diese Probleme bereiten, oder ist es breit gestreuter? Also grundsätzlich möchte ich erstmal feststellen, dass die Mehrzahl der Flüchtlinge dank auch unserer vorbereitenden Tätigkeit, dank der ehrenamtlichen Arbeit, dank aber auch der hauptamtlichen Sozialarbeiter, dass wir die meisten Flüchtlinge sehr gut erreichen, dass diese Flüchtlinge sich auch integrieren. Und wie das halt im Leben ist, es gibt immer einen geringen Prozentsatz, der sich nicht an die Spielregeln hier in Deutschland als auch in Cottbus hält. Und das ist genau der Prozentsatz, der uns die Probleme bereitet.
Und hier ist staatliches Handeln gefordert. Das wünschen sich die Einwohner, die Bürger dieser Stadt, und dem müssen wir einfach nachkommen. Herr Kelch, Sie sprechen also von Einzelfällen, die aber eine neue Wucht entfachen. Es hat ja wütende, es hat lautstarke Demonstrationen gegeben in Cottbus. Journalisten, die anwesend waren, sprechen von einer neuen Qualität. Setzt Sie das als Politiker unter Druck? Es setzt mich nicht unter Druck. Die Mehrzahl dieser Leute sind keine Neonazis oder Rechtsextreme. Es sind genügend dabei, aber es sind nicht alle. Es ist einfach ein Hilferuf der Bevölkerung hier in der Stadt, in der Region. Und Aufgabe der Politik als auch Aufgabe der Kommunalpolitik ist, diese Hilferufe zu verstehen, aufzunehmen, zu transportieren, aber dann auch entsprechend zu handeln. Und dem fühle ich mich verpflichtet, egal welches Parteibuch ich in der Tasche habe. Sagt der Oberbürgermeister von Cottbus, Holger Kelch, fühlt sich ein bisschen im Stich gelassen von der Politik in Berlin und hat jetzt quasi Riesenprobleme im Zuge der Integrationsdebatte. Vielen Dank.